Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ne, in Zeiten von Corinna müssen wir ja hier einen Meter Abstand schon halten. Moment, ich mette 2,70 Meter. So, die gute Frau stellt sich heute mal selbst vor. Hi, ich bin Julf oder auch Julia. Julf? Ich heiße so auf Instagram. Okay, das hätte ich jetzt noch im Nachhinein gesagt. Checkt mal links und drunter aus und abonniert die gute Frau. Ja, ich habe ja keinen Spitznamen, deshalb ich bin Julia. Glaube ich. Normalerweise mache ich ein bisschen seriöseren Kram. Mm. Willst du sagen, dass ich hier nicht seriösen Kram mache? Was soll das jetzt heißen? Ich sag da mal nichts zu. Was machen wir denn heute überhaupt? Wie heißt das nochmal? Das hat einen Namen, oder? wir können das einfach selber benennen. Und zwar Google Translator Videos kennt ihr von Rezo, kennt ihr von was weiß ich wie vielen YouTubern. Aber das gibt es noch nicht in Metal. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Songs aus meiner Playlist Dark Arts, falls ihr die noch nicht abonniert habt auf Spotify, checkt sie mal aus. Ja, einfach mal durch die Bank weg ein paar Songs rausgenommen, die in mehreren Sprachen hin und her übersetzt und am Ende in Deutsch wieder rausgehauen. Und da kommen ziemlich lustige Übersetzungsfehler raus, wir kennen ja alle Google. Ja, fängt an. Der Song von Parkway Drive The Void haben wir in Englisch, Katarsisch, Rumänisch, Korsisch und dann natürlich auf Deutsch. Es heißt, live kannst du hören, wie es funktioniert. Alle deine Dämonen sind in deinem Haar verstreut. Willkommen in der Welt des Schmerzes. Sehr lyrisch. Oder? Sehr lyrisch. Das gibt sogar Sinn, so ein bisschen. Also man kennt das ja normalerweise von irgendwelchen Songtexten, die dann überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Aber das ergibt Sinn. Ein bisschen. Hast du auch Dämonen im Haar? Auf jeden Fall. Wenn ich morgens aufwache, sind da Dämonen im Haar. ja, wir machen immer ein bisschen abwechselnd. Also ich habe hier noch Equilibrium Moonlight, einer der neueren Songs, falls ihr den nicht kennt. Wir haben den Original-Songtext, also wir nehmen übrigens immer die Passagen in der Mitte, beziehungsweise die... Refrains. Danke. Ich habe Alzheimer, Entschuldigung. Wir haben den Song in Albanisch, Jüdisch, Suaheli, Suaheli, Entschuldigung, ich kann schlecht mit meiner englischen Schrift lesen, und dann wieder in Deutsch übersetzt. Und ja, also, ich lese einfach vor, wie es hier steht. Ich kann das Feuer sehen, ich kann es lesen, ich kann das Ende der Ewigkeit sehen. Ich sorge mich um dich, ich werde deinen Weg verlangsamen. Die Sonne ist immer noch da. Auch sehr lyrisch. Ist aber auch schön, dass die Sonne noch da ist. Ja, die Sonne ist noch da. Immerhin. Auf jeden Fall. Manchmal scheint sie auch Menschen aus dem Arsch. Auch das. Mir, glaube ich nicht. Gerade. Ja? Sonst wäre es hier nicht so hell drin. Ach so. Okay. von Nachtblut, Lied für die Götter. Moment. Kennst du den Song vorher? Ja. Gut. Grüße gehen raus an Atta. Ich liebe dich, Franz. Aber egal. Auf Zulu, Ukrainisch, Maori und natürlich dann wieder Deutsch. Maori ist eine sehr schöne Sprache. Das Witzige ist, es ist ja auch ein deutscher Songtext, aber das, was jetzt hier rauskommt, ist, naja, ein bisschen anders als der Ursprungstext. Aber ich will Gott, Gott segne mich, Gott heiligt mich und hier bin ich. Danke dafür. Das könnte auch eine Brückenrede sein. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich habe von NSOK noch Sea of Tears. Ein sehr, sehr denkanstoßwürdiger Song, was Suizid angeht und so. Aber der hat mich auch sehr berührt, als er rauskam. Und ja, ich finde, er musste einfach auch mal mit rein. Nichtsdestotrotz, wir haben ihn in Schwedisch, Marathi, Hebräisch und wieder in Deutsch übersetzt. Und rauskam, weder du noch ich haben uns Selbstmord begangen. Okay, das ist schon mal sehr positiv. Allerdings. Weil dein Schmerz nicht sterben wird, wird der Schmerz nicht mit dir sterben. Ja. Macht Sinn. Da konnte einer Logik, würde ich sagen. Du hast es gerade angesprochen. Der Schmerz wird nicht mit dir sterben. Du hast es gerade angesprochen. Der Schmerz wird nicht mit dir sterben. Das klingt aber nicht positiv eigentlich.
Aber du hast es doch gerade angesprochen. Sorry. Ja. Ja, ein sehr geiler Song von Heaven Shall Burn, My Heart and the Ocean. Mhm. Den haben wir erstmal auf Japanisch übersetzt. Dann auf Bosnisch. Oh, hey, day. Ja, geht da so? Ah, oh, gut. Ich wusste gar nicht, dass du Japanisch kannst. Ah, dumme Arigato, Mr. Roboto. Okay, ich will gar nicht wissen, was er gerade gesagt hat. Bosnisch. Kannst du das auch? Das musst du aber kurz überlegen. Das hört sich an wie... Nee, wir lassen das jetzt hier, sonst kommt noch... Kannst du denn Pashtu? Ja, aber mir fehlt immer das erste Wort zum Einstieg. Ja, okay. Das baut ja alles aufeinander auf. Ja, okay. Ja, und letztendlich dann auf Deutsch. Es beginnt mit... Er hat eine unglaubliche Fackel. Graue und kalte Länder, in denen die Winde von starken Wellen dominiert werden. Weißt du, alle deine Beleidigungen sind wie Salz auf meinen Lippen. Durst nach Freiheit, Durst nach Veränderung. Ja, wenn ich Salz auf den Lippen habe, bin ich auch durstig. Also. Auch das hört sich, du hast irgendwie sehr lyrische Texte, muss ich sagen. Ja. Schön. Muss man sehen. Sehr schön. Ali, was willst du noch sagen? Willst du auch einen vorlesen? Hi. Ich glaube, sie möchte auch. Hier. Denk dran, 1,50 Meter Abstand. Stimmt, Katzen können auch Corona bekommen. Corinna nennen wir es hier. Ah, Entschuldigung. Ich habe noch einen ziemlich geilen Song von Imminence Race. Wir haben ihn übersetzt in... Ich kann das kaum aussprechen. Nyanya. Dann in Punjabi. Dann in Bengalisch. Das wäre die Katze gern, ne? Nee, bist auch so eine hübsche Straßenkatze. Und dann zurück in Deutsch. Löschen! Alle löschen! Brechen Sie die Mauer ein! Löschen Sie sie! Jemand sagt mir, wie ich aus der Dunkelheit herauskomme. Dieser Gedanke verbrennt mein Herz. Entfernt sie alle! Lösch die Mauern. Absolut. Lösch sie. Ja. Hast du noch einen? Ich habe noch einen. For the Fallen Dreams, Stone. Übersetzt in Kanada, also kanadisch vielleicht. Mhm. Okay. Serbisch, Maori schon wieder und Deutsch. Ich hab's heute mit den Maori. Ups, das ist mir wohl ein Fehler drauf. Ich hätte die jetzt noch einmal genommen. Egal. Egal. Maori ist eine schöne Sprache. Okay. Wir sind nicht ohne Grund müde. Nee, meistens hat das einen Grund, dass man müde ist. Wir, in Klammern. Wir sind zwielichtig und wütend. Wir sind spirituelle Wesen und Dämonen. Ich hab's auch mit den Dämonen heute. Die Nacht verbringen wir, die Nacht verbringen wir. Womit? Sie werden es nie erfahren. Na toll. Das ist jetzt mal ein Abschluss, der ist... unbefriedigend, oder? Ja. Hm. Wie könnte man den jetzt noch abschließen? Wie haben Sie die Nacht denn verbracht? Schreibt es mal in die Kommentare. Alleine? Mit Masken? Mit Ganzkörperanzug? Man weiß es nicht. Was hörst du so in deiner Freizeit? Ich höre vor allem Black Metal, gerne auch atmosphärisch und Death Metal, Melodic oder auch Technical Death Metal. Dann hätte ich natürlich auch mehr von Aethest oder kennst du zum Beispiel Oceans, den neuen Song? Da habe ich natürlich mitgewirkt. Da komme ich auch im Video drin vor. Falls ihr den noch nicht kennt, checkt ihn mal aus, auch Link unten runter. ja, was machst du sonst so? Weil sie ist ja auch eine Medien-Bitch. Ich bin freie Journalistin und mache vor allem ganz viel mit Wissenschaft und Medizin. Also auch ganz viel mit Corinna in der jetzigen Zeit. Und genau, was mache ich da? Ich mache, glaube ich, alles. Ich mache Radio, Online, Fernsehen. Zum Thema passend, du hast auch ein Video über das Schauten gemacht. Das ist richtig. Das wird hier drunter natürlich auch verlinkt. Genau. Ich habe einen Beitrag übers Schauten gemacht von meinem ganz, ganz tollen Schauttrainer, der Gernot. Ich weiß gar nicht, wie es ihm jetzt gerade geht während dieser Zeit. Ich weiß gar nicht, ob er unterrichten konnte. Via Skype vielleicht. Ja. Hört sich natürlich dann beschissen an, aber... Ist auch nicht, macht doch dann nicht so viel Spaß. Nee, glaube ich auch, ja. Wie vertreibst du dir denn die Zeit?
Ich arbeite tatsächlich gerade ganz, ganz Ach so, okay. Viel. Einer der glücklichen Menschen, die noch arbeiten gehen ja, dürfen oder auch nicht. Also mir hat das bisher sehr in die Hände gespielt, muss ich sagen. Dieses blöde Virus. Corinna. Blöde Pandemie, ja. Tatsächlich. Ja, aber so langsam ist auch mal wieder gut, ne? Ja. Du kannst dich auch ganz, so schnell du gekommen bist, auch gerne wieder verpissen. Ja. Ach so, ich dachte, du meinst gerade mich. Nein, du bist hier herzlich willkommen. Glaube ich. Wenn auch mit einem Meter. Ich habe die Katzen gefragt. Die haben bisher sich noch nicht dazu geäußert. Ja. Wir ziehen das Video hier ganz schön in die Länge, ne? Du hast das Abschlusswort. Ich habe das Abschlusswort. Ja, also ich kann nur sagen, das macht total viel Spaß, wenn ihr nichts zu tun habt jetzt gerade in der Corinna-Zeit. Warum machen wir das ja? Macht es, es ist total witzig und danach seid ihr auf jeden Fall happy, auch wenn ihr ein bisschen down wart vorher. Nehmt die ganzen Gassenhauer und tragt sie euren Opa oder eurer Oma über Skype vor und das wird, glaube ich, lustig. Je anstößiger, desto besser. Die große Fackel. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt alle eine große Fackel. Lasst das Feuer in euch nicht ausgehen. Brennt noch heißer und wir brennen alle und bis zum nächsten Video. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Danke an dich, dass du die Decke hergefunden hast. Ja, bis bald. Tschüss.